Herzlich willkommen zum Teil 2 des Messers für Philipp. Philipp ist heute mittlerweile noch im Bett. Es ist 7 Uhr morgens. Wir starten jetzt mit seinem Messer. Und Teil 1 geht los mit der Klinge neu aufprobieren. Die Klinge ist fertig aufpoliert auf Körnung 600. Jetzt gehen wir weiter zum Griff, indem wir das Material griffgerecht zuschneiden. So, die Griffschalen wurden vorbereitet, die Flächen wurden aufgeraut. Jetzt rauen wir noch. Das Anrauen der Oberfläche hat den Vorteil, dass der Kleber auf rauen Oberflächen besser hält, weil er mehr Angriffsfläche hat. Gut, jetzt haben wir die linke und die rechte Griff, also ja, die linke und die rechte. Die rechte und die linke, so. Gut, wir nehmen hier einen super starken 2-Komponenten-Kleber. Lieber immer etwas zu viel als zu wenig. Den ordentlich durchrühren. 1. Setzen wir den ersten Pin ein. Nummer 2 den zweiten. Dann fangen wir an mit dem Bestreichen der ersten Oberfläche. So, und nun bestreichen wir die zweite Seite, diesmal direkt auf das Messer. Und gleichmäßig drin. Und dann klemmen wir das Ganze fest mit Schraubzwingen. Während der Kleber trocknet, können wir hier an den Klebstellen mit einem Tuch und Aceton den Kleber, der herausgedrückt wird, wegstreichen, um später keine hässlichen Kleberänder zu haben. Ja.
ein Oxidkunststoffgemisch mit Acryl. Los geht's. Los geht's. Kennst du das russische Pokémon? Sukachu?